Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier jetzt mal sturmfreie Bude. Die Isi ist mit einer Freundin in der Stadt. Der Tobi ist beim Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein und somit, und die Hunde schlafen, mit denen war ich jetzt lang spazieren. Deswegen dachte ich mir, ich drehe jetzt das versprochene Q&A. Ich hatte euch ja auf Instagram Fragen gestellt und ihr habt mir ganz, ganz viele geschickt und ich gucke jetzt einfach mal, was ich davon alles jetzt hier beantworte. Also ein paar Fragen, ja, beantworte ich nicht. Die sind irgendwie total sinnfrei. Also diese Fragen, guck mal hier auf Instagram, habe ich euch die Fragen gestellt vor ein paar Tagen und jetzt beantworte ich euch die. Nicht alle, denke ich mal, aber ich gucke. Okay, also wie geht es Isi und dir? Also ich spreche jetzt einfach mal für uns alle, auch für den Tobi. Es geht uns sehr gut im Moment. Wir haben halt so diese ganz normalen Hochs und Tiefs, die in der Familie eben vorkommen. Ne? Also wir streiten auch mal, klar. Wir sind nicht immer einer Meinung. Was ihr seht, ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Ne? Also hier auch die Geschwister streiten mal. Ganz normal, aber es geht uns sehr gut. Wir haben Urlaub gebucht. Ja, da geht es einem gut einfach, ne? Also wir fliegen in die Türkei übrigens. Wollt ihr umziehen? Nein. Also wir reden immer drüber, ob wir umziehen, aber eigentlich momentan nicht. Der Tobias ist hier ja bei der Feuerwehr sehr engagiert und fährt da auch schon mit zu den Einsätzen, hat schon diverse Prüfungen gemacht und er möchte einfach jetzt hier aus dem Ort nicht wegziehen im Moment und ja, wir spinnen da immer mal so ein bisschen rum, dass wir sagen, wow, das wäre schon cool, wir bauen nochmal alles neu. Und ja, im Moment ist ja auch noch viel ungewiss mit der Scheidung und da geht es ja auch um finanzielle Dinge. Deswegen, nein, wir ziehen nicht um. Ist Isi ordentlich? Jein. Ich weiß nicht, wie ich es beantworten soll. Also Isi ist grundsätzlich schon ordentlich, aber im Moment eher nicht. Beziehungsweise... bei der Isi ist es immer so, die räumt dann schon auf. Ne? Das kann halt einfach 3-4 Tage dauern, wo ich echt denke, boah, also jetzt. Aber wenn sie aufräumt, dann immer super ordentlich. Aber wie gesagt, so, ne? Als sie noch jünger war, muss ich sagen, war sie ordentlicher. Wie seid ihr auf Kernterrier gekommen? Ja, auf Kernterrier sind wir gekommen, weil meine Freundin, die hatte schon, also ein Hugo, den kennt ihr ja, der war auch schon ab und zu ja hier. Aber vorher hatte sie schon einen Kernterrier, nämlich den Digger. Und damals hatte sie sich, das weiß ich auch noch, ganz, ganz lange informiert, was denn ein guter Familienhund ist. Und die also total gechillt sind, auch mit Kindern und die eine gute Größe haben, sodass man sie halt auch überall noch mitnehmen kann. Ja, und da kam der Digger eben. Ja, und dann habe ich den ja natürlich kennengelernt von klein auf. Und dann kam bei uns ja der Rocky noch dazu. Für mich war es gar keine Frage, dass es dann eben als Zweithund auch ein Kernterrier sein soll. Und ja, bei Steffi kam der Hugo dann dazu und jetzt eben der Berti. Ja, ich finde die Rasse ist einfach toll. Wie alt bist du? Ja, ich werde 51 jetzt im April. Ja, würde mir auch wünschen, ich wäre jünger, aber ist halt so, ne? Wie viele Kinder hast du? Ich habe 4 Kinder. Die Isabel hat noch 3 Geschwister, 3 Brüder. Also der große Bruder, der wird 30 dieses Jahr, der ist schon verheiratet. Der zweite Bruder, der wird 28 und hat eine Freundin, eine ganz liebe. Und der Tobi, muss ich gleich überlegen, der Tobi wird 17, macht jetzt eben gerade einen Führerschein für das begleitende Fahren. Und ja, den kennt ihr ja, ne? So, warum hast du dich von deinem Ex-Mann getrennt? Ja, das ist ein... Also erstens mal hat er sich getrennt, ne? Aber ist das alles okay? Und ja, viele Gründe, weiß ich nicht, privat würde ich jetzt mal so sagen. Hast du einen neuen Lebensgefährten? Nein. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich werde das oft gefragt. Ich habe überhaupt keine Ambitionen aktuell. Ich hätte auch überhaupt keine Zeit und ich wüsste auch überhaupt nicht, wo ich jemanden kennenlernen soll. Ich wohne hier in einem Ort,
wo man irgendwie, wenn man hier geboren ist, schon alle kennt. Also ich weiß auch nicht, da... Also hier, glaube ich, würde ich niemanden kennenlernen. Und online, weiß ich nicht, habe ich überhaupt keine Lust. Also ich habe einfach, ich bin zufrieden und glücklich so im Moment, wie es ist. Und obwohl ich ja so Social Media affin und so im Online-Business bin, denke ich oder glaube ich vielleicht, dass einfach nochmal der Richtige zufällig vorbeikommt. Also, was ich auch machen würde, glaube ich, da habe ich letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, Claudia. Ich glaube, ich würde ein Blind Date, ich glaube, das würde ich auch ausprobieren. Also wenn jetzt eine Freundin sagt, Hammer, da ist jemand, die kennt jemanden, der kennt wieder jemanden und der ist super nett und weiß ich nicht, würde passen vielleicht zu dir, wollen wir nicht mal zusammen was machen, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil ich bin da offen und das kann ja auch so einfach ein netter Abend sein, wenn man den mit Freunden dann zusammen verbringt. Also das fände ich sogar sehr spannend. Ich würde vielleicht auch so ein Speed-Dating mal mitmachen, aber mehr aus Neugierde. Aber ich habe jetzt aktuell keine Ambitionen, irgendwie online oder so aktiv jemanden zu suchen. Ja, mal sehr ausführlich. Warum filmt ihr nicht mehr auf Easys Kanal zusammen die Videos? Ja, ich denke, das liegt einfach daran, dass die Easy jetzt älter ist und gerne ihren eigenen Content macht und einfach keine Lust hat, mit mir zusammen das zu machen. Wir haben aber letztens zusammen auch was gedreht, zumindest zeitweise, und zwar dieses Mama bewertet meine Outfits. Und ab und zu sind wir schon zusammen im Video. Nicht oft, das stimmt. Wie geht es deinen Händen? Meinen Händen geht es super. Also ich hole nochmal die Creme. Moment. Ich hatte ja so ganz rissige Hände und habe dann auf Instagram gefragt, ob jemand Cremes empfehlen kann. Und unter anderem war auch die Sebamed dabei. Die hat meine Mutter dann auch noch empfohlen. Und die ist so gut, dass ich mir jetzt gleich noch, die ist jetzt fast leer, neu gekauft habe. Also ich kann euch die mega empfehlen. Ich glaube, dieses Urea sorgt wirklich dafür, wenn man so extrem rissige Hände hat. Das ist immer noch nicht ganz gut, aber um Welten besser. So. Ist Easy jetzt schon anders als früher mit 10? Ist man ja noch ein Kind. Also Easy wird ja schon 12. Und ich denke nicht, dass sie anders sind. Ich denke, jeder entwickelt sich einfach anders in einem anderen Tempo. Und ich denke, dass sie sich ganz normal entwickelt. Ich finde es schön, dass ich euch begleiten kann und Easy bei der Entwicklung zuschauen kann. Ja, das freut uns natürlich, klar. Also das ist ja auch der, wie sagt man denn so, der Lohn. Also wenn wir die Videos drehen und wir bekommen dann das Feedback, dass ganz viele von euch schon super lange zuschauen, bei der Isabel eben, als wir noch zusammen waren, jetzt hier und bei der Easy, dann ist es natürlich schon ein tolles Feedback. Und ich sehe ja selber, wenn ich jetzt Videos von der Isabel sehe, wo sie wirklich noch, also vielleicht vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wo ich mir denke, mein Gott, die Zeit, also wie ist sie gewachsen, ne? Also es ist für uns natürlich auch eine schöne Erinnerung. Mit wie vielen Jahren hast du alle deine Kinder bekommen, Jasen? Alle meine Kinder, ja, die vier Kinder. Also ich war tatsächlich relativ jung bei den ersten beiden, 21 und 24 oder 23 sogar, 21 und 23. Dann beim Tobias war ich, glaube, 32 und bei der Isabel 39. Also ich habe alles durch, von sehr früh bis normal, bis alt. Ja. Kannst du mal eine Morgen- oder Abendroutine machen? Ja, kann ich machen. Ich glaube, habe ich auch schon gemacht, aber mache ich gerne mal wieder. Was nervt dich momentan an Easy am meisten? Oh mein Gott, also was mich nervt an Easy, mich nervt nichts. Also es ist halt so ganz normal. Natürlich ist man manchmal genervt, aber sie nervt mich nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Manchmal nervt es mich natürlich, wenn ich 100-mal rufe und sie kommt nicht. Oder wenn ich 1000-mal sage, sie soll ihre Sachen jetzt endlich zusammenpacken und wir müssen los oder so. Aber das sind ganz normale Dinge. Also mein Kind nervt mich natürlich nicht.
wieso geht Easy auf eine Montessori-Schule? Ja, der Tobias war auch auf der Montessori-Schule. Die Entscheidung dafür war einfach, dass die beiden großen Kinder auf die Regelschule gegangen sind, also auf die, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Schule. Und ich empfand das immer als total stressig. Also als so, wenn die Noten gut sind, dann ist alles super gewesen, auch das Familienleben und so. Und wenn dann die Noten schlecht waren, das waren sie dann echt auch mal oft. Oder halt die Sachen nicht gemacht worden sind, die gemacht werden mussten und was weiß denn ich, dann empfand ich das immer als sehr schwierig. Und ich fand es halt nicht gut, dass man das Zwischenmenschliche so von Noten abhängig macht. Wisst ihr, was ich meine? Dass sich alles reduziert. Und es sind ja schon viele Jahre. Also wenn die Kinder 10, 12 Jahre in der Schule sind, ne, dann ist das schon anstrengend und nicht immer schön. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte das anders haben. Ich möchte gerne, dass die Kinder frei lernen, dass sie lernen, für sich zu lernen, selbst organisiert. Und ja, dann habe ich mich schon beim Tobias für die Montessori-Schule entschieden und wir sind da super glücklich. Und natürlich gibt es da auch manchmal Sachen, wo ich mir denke, Mensch, ne, also ist nicht so, dass ich nie mal was sage wegen der Schule oder so, aber insgesamt, ja, läuft das doch. Und beim Tobi hat das super geklappt, der hat einen tollen Abschluss gemacht, hat jetzt eine prima Ausbildung und das wünsche ich mir für die Isabel einfach auch. Und bin da auch, ja, guter Dinge, dass das klappt. Findest du Easy's Style immer schön? Ich schon. Also, grundsätzlich gefällt mir der Style von der Easy super gut. Manchmal natürlich sind Sachen dabei, wo ich sage, zu kurz für die Schule oder zu kalt oder willst du das wirklich anziehen? Aber ich glaube, das ist auch normal, weil ich bin ja kein Teenager und habe definitiv einen anderen Geschmack, aber so grundsätzlich gefällt mir ihr Style sehr gut. Warum kriegt die Easy alles, was sie will? Also Easy kriegt nicht alles, was sie will. Ich würde sagen, sie bekommt natürlich durch das, dass sie ja auch ihr eigenes Geld verdient, kann sie sich natürlich auch entsprechend Sachen leisten, die sich wahrscheinlich andere Gleichaltrige nicht leisten können. Aber sie bekommt nicht alles. Also auf gar keinen Fall. Kannst du Isis Zimmer zeigen? Das kann ich tatsächlich nicht, weil da kommt nächstes Wochenende nämlich eine Roomtour. Und da wird das ganze Zimmer, wie es jetzt ist, nicht ganz fertig jetzt gezeigt. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wie findest du, dass deine Tochter sich so entwickelt? Ja, ich finde, die entwickelt sich super. Ich bin stolz auf meine Kinder, immer auf meine Tochter, auf meine Söhne und unterstütze sie da in ihrer Entwicklung und ja. Dann nochmal die Frage, wie es mir jetzt nach der Trennung geht. Wie gesagt, natürlich, also es geht mir gut, aber natürlich gibt es viele Sachen, die noch nicht geregelt sind, die noch nicht geklärt sind, wo es einfach noch Diskussionsbedarf gibt. Es gibt auch Sachen, die klappen einfach nicht gut. Und aber trotzdem, mir geht's gut. Also es sind alles Dinge, wo ich mir sicher bin, dass wir das hinbekommen, dass ich es hinbekomme und ja. Wann fahrt ihr in die Türkei? Wir fahren in den Sommerferien tatsächlich in die Türkei und da freue ich mich richtig. Hat der Papa von Easy eine neue Freundin? Das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe keine Ahnung. Verstehst du dich gut mit dem Papa von Easy? Ich würde eher sagen, nein. Mehr sage ich dazu nicht. Dann, warum? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja vorher schon mal ein bisschen durchgeguckt und dann dachte ich mir, ja. Warum sagst du immer, ich weiß es nicht. Ich würde es gerne nicht sagen und ich streng mich gerade jetzt aktuell so an, es nicht zu sagen. Ich denke, es ist so wie so eine Übersprunghandlung. Man überlegt noch und damit es nicht so eine Redepause gibt, sagt man, wisst ihr, was ich meine? Und es ist so nervig, es nervt mich selber total.
Ich denke auch, das kann man wegtrainieren, aber ich empfinde es total anstrengend. Also ich merke jetzt schon, wenn ich da immer drauf achte, dann ist es richtig, richtig anstrengend, jetzt dieses Video zu drehen, weil ich mich ja immer da so dran erinnern muss, es eben nicht zu sagen und trotzdem flüssig zu sprechen. So, warum sagt Easy ihren Snapchat-Account nicht? Ja, weil sie einfach total privat auf Snapchat ist. Da passieren nur Sachen mit Freunden und denen sagt sie nicht. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass sie noch ihre private Plattform hat. Mehr gibt es als eigentlich nicht so zu sagen. Wird die freie Fläche hinter eurem Haus noch gebaut? Nein, die wird nicht mehr gebaut. Hast du einen Beruf neben Social Media? Also ja, natürlich habe ich einen Beruf. Ich bin Industriekauffrau und bin mit einer kleinen Internetagentur selbstständig, betreue aber hauptsächlich die Kanäle von der Isabel, von mir. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich eben ganz normale Kunden abseits von Social Media. Spielst du ein Instrument? Nein. Also ich spiele kein Instrument. Ich habe auch überhaupt keine Ambitionen und überhaupt keine Lust, jemals gehabt, ein Instrument zu spielen. Ich würde gerne gut singen können, kann es aber leider nicht. Könntest du mal ein Fan-Treffen mit Easy in Salzburg machen? Weiß ich nicht. Also wir haben jetzt in Nürnberg, die Easy hat ja... Ach, ich hol's euch nochmal. Jetzt kam ja das Buch von der Easy im März raus, das Hashtag Happy, mein Mitmachjournal. Und da haben wir jetzt zusammen mit Ava, weil Ava hat auch ein Buch oder zwei mittlerweile schon, in Nürnberg am 30.04. bei Thalia eine Signierstunde. Und da sind wir jetzt schon mal mega gespannt. Mal gucken, wenn uns das Spaß macht und ja, je nachdem, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, ich habe das noch nie gemacht, werden wir ganz sicher auch mal Richtung München und ja, ich weiß nicht, ob wir in Österreich so bekannt sind, das kann ich gar nicht sagen, also ob sich das praktisch lohnt, sonst sind wir da und da kommt überhaupt keiner, also ich weiß es nicht, mal schauen. Ja, auf jeden Fall wie hier nochmal das Buch, Hashtag Happy, wir sind unfassbar stolz drauf, ich bin stolz drauf, die Easy ist stolz. Ja, vielleicht auch noch eine schöne Idee zu Ostern, ich verlinke es euch unten mal. Hier ist noch eine Frage, wo fahrt ihr hin in der Türkei? Also wir fliegen und wir fliegen nach Antalya und dann haben wir da so einen Club, so einen Magic Life Club, weil... Ja, ist ganz einfach eigentlich. Erstens, wir bleiben nur eine Woche, weil wir haben ja noch das Hundekind und das weiß ich jetzt nicht, das möchte ich jetzt nicht länger als eine Woche meiner Freundin erstmal zumuten. Da sind die ja doch noch sehr anstrengend in dem Alter. Und wir wollen wirklich nur eine Woche da baden, essen, liegen am Strand, am Pool und einfach uns ja eine gute Zeit haben, weil wir haben jetzt die letzten Jahre, also letztes Jahr waren wir gar nicht im Urlaub, vorletztes Jahr war ich mit den Kindern in Italien und in Korsika und das waren aber immer so Mobile Home Urlaube. Oder in Italien hatten wir ein Apartment, aber da hatten wir auch so, ich glaube Frühstück war dabei und ansonsten Selbstversorgung und wir möchten einfach mal all inclusive nichts machen. Ja, also ich habe da jetzt so Lust drauf, nach den ganzen Mobile Home Urlauben und so. Und ja, vielleicht nächstes Jahr dann wieder anders. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn wir mal mit Freunden wieder gemeinsam fahren, dann könnte ich mir sowas durchaus wieder vorstellen. Aber ich habe einfach keine Lust, alleine dann in so einem Mobile Home zu sitzen. Die Kinder sind irgendwie unterwegs oder weiß ich nicht was. Und ich sitze da auf der Veranda und schaue blöd und sehe auch nichts. Da setze ich mich lieber so mitten in die Menge und gucke. Ja, genau, so der Plan. Und da freue ich mich total drauf. Ja, das war jetzt noch die letzte Frage, die ich beantworten wollte. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr noch Fragen, schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Das nächste Video ist übrigens schon gedreht. Da war ich jetzt mal fleißig, habe ich viel geschafft. Und das seht ihr dann
vermutlich nächsten Montag, genau. Also nicht morgen, sondern nächsten Montag. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Hier ist es gerade Sonntag und eine gute Zeit. Ja, war wieder schön mit euch. Ciao, ciao.